Hier mein Geburtsbericht von unserer wunderschönen Hausgeburt. Die Wehen wurden jetzt immer stärker und kamen sehr regelmäßig. Anju musste mir richtig doll meinen unteren Rücken massieren und im Nachhinein habe ich dann gesehen, dass ich sogar blaue Flecken davon bekommen habe. Um diese Zeit informierte Banjo auch meine Hebamme. Diese Szene hier beschreibt die Geburt so treffend, ich hätte es mir nicht schöner und heimlicher vorstellen können. Ich spürte jetzt, dass die Presswehen losgingen und hatte das Gefühl, mich nicht mehr vom Fleck bewegen zu können, um in den Pool zu steigen. 2 Minuten nach dieser Aufnahme war meine Hebamme da und ermutigte mich, doch noch in den Pool zu steigen. Im Wasser wurden die Presswehen dann noch stärker und ich spürte das Baby richtig den Geburtskanal durchrutschen. Und dann ging alles ganz schnell. Unser kleiner Mann kam wie geplant zu Hause im Pool auf die Welt. Das größte Wunder und gleichzeitig etwas ganz Natürliches, ohne viel Tamtam. Ich bin unendlich froh, mich für den Weg der Hausgeburt entschieden zu haben und super dankbar, dass auch Banjo sich darauf eingelassen hat.